Wisst ihr, Leute, ihr steht ja voll auf diesen Kram mit der künstlichen Intelligenz. Und da ich ja jetzt schon tatsächlich auf dem Kanal seit Gott und bewahre langsam 9 Jahren bin und damals mit Fakten quasi gestartet bin und das ja eigentlich durchgehend durchgezogen habe, ich meine, guckt euch meine Shorts an, machen wir heute was, womit wir jetzt einfach beides fusionieren. Und ich schwöre, wenn dieses Video nicht ultimativ gut ankommt, das verkörpert quasi alles, was mein Kanal ausmacht gerade. Aber wir fragen einfach mal ChatGPT nach Pokémon-Fakten. Und wehe, der erzählt mir Fake News oder was, was ich schon kenne. Vielleicht gibt er einen Fakt, den ich noch nicht kannte. Okay, und ich will natürlich, dass ihr bei den ganzen Kram auch noch was dazulernt. Deswegen fragen wir doch einfach mal, hey, ich mache ein Video über Pokémon-Fakten. Kennst du welche, die noch niemand kennt? Und ich will jetzt nicht angeben, aber ich würde mal behaupten, dass ich mit einer der Poketuber bin, der am meisten Basic-Wissen über Pokémon hat. Damit meine ich jetzt nicht Competitive-Wissen, sondern generell einfach unnützes Wissen über Pokémon. Aber vielleicht werde ich auch noch überrascht. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Versteckte Botschaft. Wenn man die ersten Buchstaben der Kanto-Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda und Chigi kombiniert, erhält man den Namen BSG, was auf die erste Generation der Pokémon-Spiele Blau, Rot und Grün anspielt. Erstmal sind das die deutschen Namen. Ich meine, das B steht offensichtlich für Blau, deswegen kommt das von Bisasam. Dann haben wir ein G, was für Grün steht, was natürlich von Glumanda kommt, weil Glumanda ist ja offensichtlich grün. Und dann haben wir Chigi, das mit einem S für Rot steht, denn es ist rot. Chigi ist rot. Es ist rot. Das ist wie die Two and a Half Man Folge mit Jake, wo Megan Fox quasi ihren Freund mitschleppt und die dann so gegenseitig sagen so, es läuft. Wer ist das denn? Das ist mein Verlobter, Freddy. Was? Den willst du heiraten? Aha, Freddy, das ist Jake. Es läuft. So, man lässt einfach Buchstaben weg, aber ich meine, ich kannte den Fakt nicht. Ich würde den jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber anscheinend bin ich Analphabet. Unentdeckte Pokémon. Ursprünglich waren in der ersten Pokémon-Spieler-Guides in Japan 2 unentdeckte Pokémon namens Nidogod und Kumon aufgeführt. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Pokémon nie veröffentlicht wurden und nur als Platzhalter dienten. Wait, what? Nidogod is a Pokégod. It was thought to be the evolved form of Nidoking. Like many other Pokémon, Nidoking was thought to have another evolution. This led to the creation of Nidogod. Fake Sprite of Nidogod. Das ist doch nicht real, oder? Ich lese das mal kurz von Bulbapedia ab und Bulbapedia ist eigentlich eine vertrauenswürdige Quelle. Pokégods is a term used to refer a certain group of fake Pokémon whose Pokédex numbers were greater than 150 and were supposedly obtainable in the Gen 1 games. The term was in popular use among fans in the late 90s and into the new millennium as the gold and silver versions were in development. The concept was very much discussed and disputed over on various forum websites at the time and many edited screenshots were passed off as a reel to try to prove the case. Real Pokémon dubbed as Pokégods. Evolution of previously existing Pokémon. Nidogod assumed evolution of Nidoking. Das ist real? Ich habe das noch nie gehört. Das wäre voll der coole Fact für Nidoking gewesen in meinen Shorts. Und ich, Kakbu, musste jetzt einfach aus dem Pokédex ein scheiß Ding rausnehmen, dass sein Horn stärker ist als ein Diamant. Das ist voll der coole Fact. Wait, wie hieß das andere? Kumon. Okay, Kumon kann ich hier auf der Seite gerade nicht finden, aber what the fuck? Das ist voll der coole Fact. Also ich meine, es gab es natürlich nie, aber dass es tatsächlich damals gedacht wurde, dass es Nidogod gibt und deswegen eine komplette Kategorie mit Pokégods gibt, es ist voll krass gerade. Geheimer Mew-Glitch, es gibt da einen berühmten Glitch in der ursprünglichen Pokémon-Spielen, der es ermöglicht, das wegen der Pokémon Mew zu halten. Okay, den kennen wir, komm, wer den noch nicht gemacht hat, holt's nach, einmal müsst ihr es gemacht haben. Ist wie Bungee-Jumping, will ich aber nicht machen. Nicht mehr falsch umspringen. Verstecktes Lied. Wenn man das Spiel Pokémon Rot und Blau in einem speziellen Musikplayer abspielt, der als Pokéflute bekannt ist, hört man ein verstecktes Lied namens Ditto's Song. Dieses Lied war auch in den Spielen enthalten, wurde aber nie offiziell enthüllt. Nee, du erzählst jetzt Bullshit, oder? Du erzählst Bullshit. 2000 Jahre später. Okay, ich habe einmal kurz ein bisschen recherchiert und ich habe nichts dafür gefunden. Das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn es so einfach einen Ditto-Song gibt. Ich war schon ein bisschen stutzig, als da von der Pokéflute, also der Pokéflöte gesprochen wurde. Also ein bisschen komisch, aber das wäre wack gewesen. Halleluja. Versteckte Entwicklung. Einige Pokémon haben versteckte Entwicklungsbedingungen, die nicht offensichtlich sind. Zum Beispiel kann das Pokémon Feebas, also Barschwa, in der dritten Generation nur entwickelt werden, wenn es bestimmte Schönheitswerte hat. Es ist ein Beispiel für eine versteckte Entwicklung, die viele Spiele überrascht hat. Naja, wusste irgendjemand, wie man das entwickelt, ohne zu googeln. Ursprüngliche Pokémon-Designs. Vor der endgültigen Gestaltung der Pokémon gibt es oft Konzeptzeichnungen und alternative Designs. Ein bekanntes Beispiel ist Pikachu, das ursprünglich als pummeligeres und eher gelbliches Pokémon geplant war. Die endgültige schlanke Version, die wir heute kennen, wurde erst später entwickelt. Ja, und ich möchte an der Stelle mal ganz kurz appreciaten, dass Fetchu so viel süßer ist als das Pikachu, das wir heute haben, okay? Der Pikachu-Sprout aus dem ersten Pokémon-Spiel ist so viel cooler, okay? Chubby Pikachu ist ein Gott. Das ist ein wahrer Pokégott. Okay, aber ich will noch ein paar mehr Facts. Komm, da waren zwei Hoaxes dabei, wir gucken jetzt weiter.
versteckter Name. Das Pokémon Lapras wurde ursprünglich als Ness geplant, in allen Dingen das schottische Ungeheuer von Loch Ness. Der Name wurde jedoch von der Veröffentlichung geändert. Das ist wahr. Es gibt tatsächlich ein paar Pokémon, die halt diese Ursprungsnamen haben. So ist zum Beispiel noch Golkings Name ursprünglich eigentlich Neptune gewesen. Also Neptun wegen dem Wassergott. Wisst schon, ne? Und Lapras soll ursprünglich übrigens Ness heißen. So ein weiteres Beispiel ist übrigens zum Beispiel Kabuto und Kabutops, die Ad und Lantis heißen sollten. Hier lernt man was, Kinders, ne? Verborgene Rivalenbegegnung. In den Pokémon-Spielen Gold und Silber gibt es eine geheime Begegnung mit Professor Eich, bei der er ein Rizeros besitzt. Diese Begegnung war schwer zu entdecken und überraschte viele Spieler. Ich glaube, das ist eine Anspielung an den Eichkampf aus der ersten Generation. Da hat er meines Wissens nach, glaube ich, kein Rizeros, wenn ich mich gerade nicht ganz erinnere. Da hat er auf jeden Fall einen Tauros, den dritten Starter, einen Garados und noch irgendwas. Ich weiß gerade nicht, ob er einen Rizeros hatte, aber das war ein Pokémon Rot und Blau und nicht in Gold. Ich denke mal, das möchte das Ding halt. Namensherkunft. Das Pokémon Daniela hält seinen Namen durch eine Kombination der Wörter Tangle, verwickeln und Tangler, spaghettiartige Algen. Der Name passt perfekt zu Tangelas Erscheinungsbild, das von vielen Wirbeln und Verflechtungen geprägt ist. Das gucken wir natürlich auch wieder nach, ne? Denn ich hatte auch mal ein komplettes Format, wo ich Pokémon Namen erkläre. Wir haben so viel auf diesem Kanal hier gemacht schon, ne? Es kommt einmal von Tangle, das hatten wir ja, und von Ella, was ein häufiges Suffix in der Biologie ist. Das kenne ich zum Beispiel hauptsächlich, wenn es darum geht, jemanden eloquent zu beleidigen. Dann sagt ihr zum Beispiel, hab Koitus mit deiner Patella. Könnt ihr mal nachdenken, was das heißen könnte. Verstecktes Item. In Pokémon Rot und Blau gibt es ein verstecktes Item namens Pokémon Musik, das die Spieler in einem bestimmten Bereich des Spiels finden können. Dieses Item ermöglicht es den Spielern, die Hintergrundmusik des Spiels zu ändern? Ich bin mir ja nicht sicher. Aber ich glaube, das ist ein Hoax. Alternative Endungen, vor allem Endungen, ne, wenn man Endings übersetzen möchte. In den Spielen Pokémon Silber und Gold gibt es alternative Enden, die basierend auf den Entscheidungen des Spielers freigeschaltet werden können. Je nachdem, ob der Spieler bestimmte Bedingungen erfüllt hat, können sich die Ergebnisse und das Schicksal einiger Charaktere ändern. Ich weiß nicht, ob ChatGPT weiß, dass das ein Pokémon-Video ist, weil Pokémon ist basically fix. Wir haben keine Entscheidungsgewalt. Wir haben einen linearen Weg, den gehen wir und das war's. Ich meine, es wäre cool, wenn man das tatsächlich mal machen könnte. Vielleicht in Zukunft, vielleicht zur Generation sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht in Pokémon Silber und Gold gab. Unbekannte Rufe. Das Pokémon Unknown hat insgesamt 28 verschiedene Formen, die jeweils einem Buchstaben des Alphabets entsprechen. Jede Form hat auch einen einzigartigen Ruf, der jedoch nie im Spiel verwendet wird. Es gibt also versteckte Rufe für die anderen Formen, die nicht genutzt wurden. Okay, wir gucken jetzt mal zu Incognito. Ist das true, der Fact? Okay, ich habe das jetzt einmal wieder ein bisschen gefake-checkt und ich muss tatsächlich sagen, dass ich dazu jetzt gerade nichts gefunden habe. Deswegen würde ich das einfach auch mal als Hoax abstimmen, aber ich meine, es gab ein paar gute Treffer. Also alleine das tatsächlich mit den Pokégods hat mich komplett weggehauen. Dementsprechend, es gab auf jeden Fall ein paar coole Facts. Von dem her, Respekt an ChatGPT. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, lasst gerne dem Video, by the way, ein Like da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr sowas mehr sehen möchtet, weil ich werde hier von safe eine zweite Folge machen, weil ich lerne hier auch noch was. Weil das ist echt cool. Dementsprechend lasst wirklich gerne ein Abo und ein Like da. Damit sind wir auch am Ende von dem Video. Ein großes Dank an, wie gesagt, nochmal die Kanalmitglieder Marot04, Chief Chris, Yuri Au, Archer097, Blackrose Yuna, Cycluxi, Genase, Ayame Hoshi, Sharkion, Sebastian Schäfer, XS Gaming, Nachtaron, Rufchat, Kinteljok, 2306, Atmo, Dragoan Fan, 1230, Asakulung, Lord Patonax und Darth Dennis, 1991. Und auch an die Patreons, Kribo Alex, Dragoan Fan und Atmo. Vielen lieben Dank für euren Support, Guys. Und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann und ciao.